Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truck Simulator Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich stehe hier noch in Provo, Utah und wir schauen uns mal gemeinsam an, wohin die Reise heute gehen könnte. Von Provo aus sieht es so aus, als ob es nach Carson City, Nevada geht. 552 Meilen, 9 Stunden Fahrt, das ist machbar. Dann fahren wir von Beezer Homes nach Beezer Homes, einen 38 Tonnen schweren, 38 Tonnen, 38.000 Pfund schweren Raupenbagger. Sollten wir auch mit unserem Mac Anthem ziehen können. Stay right, then turn right. Erstmal müssen wir mal da hinfahren und zur Ladestelle. Noch mal ein paar Meter weg ist. Wahrscheinlich muss ich dann in Carson City spätestens. Hallo, danke. Ja. Spätestens dann in Carson City wahrscheinlich wieder tanken. Weil. Ja. Nicht so viel Gallonen hier in den Truck hier reinpassen. Sogar noch 17 Meilen bis ja. Beezer Homes war es, glaube ich, ne? Irgendwie sowas in der Art. So, Tempomat, dann fahren wir schön wieder neben den Gleisen entlang. Runter auf 50 Miles per Hour. So, die 45 Miles per Hour fahre ich jetzt sogar schon. Aber es geht auch weiter nur mit 47 Miles per Hour. Ich denke mal, es geht dabei wieder runter auf 35 Miles per Hour. Aber das werden wir gleich sehen. Jetzt wieder richtig in Provo rein. Zur Ladestelle. Stay left and then turn left. Kein Problem, das machen wir doch. Turn left. Ach ja, immer wieder schön solche Kreuzungen mit solchen Mittelstreifen. Ich finde es schon echt nice, so die Prefabs. Gleich links bleiben und links halten. Ich mache jetzt einfach mal ohne Blinken, weil ich beim Warten an der Tanke, an der Ampel mir noch was dringend eingeschenkt habe und gerade keine Hand frei hatte. Keine weitere. Dann laden wir mal das gute Stück. Beziehungsweise hängen das an unseren Truck. Und dann geht es ab 552 Meilen. Falsche Richtung. Geht ja schon mal gut los. 552 Meilen bis nach Carson City in Nevada. Von Beezer Homes nach Beezer Homes. Motorrad. Oh, so ein Parkhaus mit parkenden Autos ist auch nicht schlecht. Right,
Turn right. Dann wollen wir mal abbiegen. Der Motorradfahrer möchte schon mal geradeaus. Noch mit weiter ausholen, damit ich auch schön rumkomme. Ist ja auch schon ganz schön breit hier die Straßen. University Avenue, ist das eine Universität? Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich eins davon die Universität sein, wenn wir hier schon auf der University Avenue sind. Wahrscheinlich eher das Gebäude als das gläserne. Immer noch 51 Meilen stehen. Haufen Navi als Destination. Muss ich da hinten mich links halten? Ich habe das Gefühl, ja. Dann halte ich mich einfach schon mal sicherheitshalber links. Wie dann es weiter hier durch Provo geht. Aber kurz. Mittlerweile sind wir auch kurz vor der Interstate. Stay left, then turn left. Turn left. Mal direkt rechts eingeordnet. Wir müssen jetzt auch wirklich auf die Interstate raufgehen kann nach Nevada. Stay right. Und dann geht es jetzt Pedal to the Metal weiter. Oh Gott, oh Gott. Auf der Interstate 15 Northbound. Ja, erstmal jetzt wieder Beschleuniger 70 Miles per Hour. Das dauert jetzt auch mal wieder 100 Meilen gefühlt. Bis ich die 50 erreicht habe. Die 70 erreicht habe. Weil wir fahren noch bei Salt Lake City vorbei. Eigentlich okay, tatsächlich, wir fahren komplett durch Salt Lake City durch. Gut zu wissen. Dann haben wir hier schon die Grenze nach Nevada und dann geht es einfach in Elko, Winnemucca und Reno vorbei nach Carson City. Dann schauen wir mal, wie stark das jetzt gleich lecken wird in Salt Lake City. Ich kann einfach rechts bleiben, auf der linken Spur. Ich muss gar nicht irgendwie anders orientieren. So, wir wollen wahrscheinlich Richtung West Valley wahrscheinlich, oder? Stay left. Okay, die Wolken, sie ziehen. Sie rasen förmlich. Ich denke mal, es geht Richtung... Ja, wobei West Valley, nee, passt nicht. Ich bin noch weiter auf der Interstate 15. Nach Salt Lake City. Schade, dass die Wolken gerade so fleißig sind. So, ab nach Reno. Ab Richtung Reno. Auf die Interstate 80 gen Westen.
aber jetzt scheint es sich ja irgendwie gelegt zu haben. Ich frage mich halt, ob es jetzt wirklich gewollt ist, dass die Wolken so schnell ziehen, so nach dem Motto hier, es ist gerade sehr windig, ob das halt so den Wind darstellen soll oder ob es da einfach wirklich irgendwie, was weiß ich, durch verschiedene andere Mods oder so halt einfach verbuggt ist. Prozent habe ich eigentlich auf dem LKW, 4%, okay. 12 Stunden, in 8 Stunden bin ich da, ja, easy going, das sollte sehr gut passen. Der Tank reicht noch für 500, ah, ich habe vergessen, Trip das zurückzusetzen, verdammt, da war ja was. Der Tank reicht für... Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Für 696 Meilen, das heißt, ich kann noch bis nach Carson City fahren, aber danach werde ich auf alle Fälle in Carson City nochmal tanken müssen. Aber das war ja schon absehbar. Weil, wie gesagt, ist ja, wie wir schon erwähnt, hier nicht allzu viel Gallonen reinpassen in den Starter-Truck. Ich muss ehrlich überlegen, ob ich jetzt das kalte Wasser trinke oder noch den Tee, der noch heiß ist. Ich denke mal, für den Tee, da kann ich noch, den Tee kann ich anfangen, so bei 300 Meilen ungefähr. Wie schnell konnte man nochmal in Nevada fahren? Wie war das noch? Das muss ich mir echt noch 3 Jahre oder so zurückerinnern, wie das damals war. Als ATS rauskam. Ich meine, war das 70? Oder waren das 80? Eins von beiden, glaube ich. Mittlerweile gibt es einfach viel zu viele weitere Staaten. Ich da jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm habe. Wie das jetzt in Nevada war. Also, Kalifornien hat man auf alle Fälle auf dem Schirm, weil es dort halt nochmal 55 rumgeht. Ich glaube, das sich nicht einzuprägen ist schon schwierig, aber wie das jetzt bei Nevada war, weiß ich jetzt gerade echt nicht mehr. Könnten 70 sein, können aber auch 80 sein. Würde ich mich jetzt gar nicht aus dem Fenster lehnen wollen. Auf jeden Fall ging es jetzt mit großen Schritten nach Nevada. Schön, ja, auch mit der Skulptur am Wegesrand auf der Z80. Da haben wahrscheinlich wieder eine Waage. Prepare side all trucks right lane. Das ist halt die Frage, wahrscheinlich sind wir eh wieder zu schwer. All trucks use right lane, way in motion ahead, okay. Jetzt keine Zwangsausfahrt, aber wir müssen. Dann wollen wir mal raus und uns wiegen. Müssen wir uns auf die Waage stellen. Ja gut, wir haben keine Überbreite, das passt dann ja alles. Okay, wir sind abgekippt von 74.253 Pfund. Vielen Dank für Ihre Kooperation und eine erfolgreiche Weiterfahrt. Genau, wir sind ja, glaube ich, 1% ist der Truck.
ist ja, glaube ich, 1% vor. Vor Erreichen der Prozentzahl, dass wir von den. Netten Herrschaften von der Waage gesagt bekommen, hier, ne, da, guck mal lieber nach dem Schock, dass das auch wirklich ordnungsgemäß funktioniert. Jetzt wieder erstmal auf Touren kommen hier. Im Torfall, der wird jetzt wahrscheinlich ordentlich davon ziehen, jo. Dich gefahr von einem zweiten. Erreichen Nevada. Crossing border, entering Nevada. West End, kann man ja gar nicht lesen bei den Lecks, wenn das jemand näher springt, ey. Meilen bis Carson City. Und weiter die Interstate 80 entlang. Ich weiß gar nicht, verlassen wir nochmal die Interstate 80? Also wahrscheinlich vielleicht schon, oder die verändert sich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir wahrscheinlich eine sehr, sehr lange Zeit auf der Interstate 80 erstmal bleiben. Ja, jemand liegen geblieben. Sendet auch schon ein paar Rauchzeichen. Und dann war es halt doch wohl 80 auch in Nevada. Was ja schon mal sehr nice ist. Für die Rehe oder für die Tiere. Damit die über die Interstate rüberkommen, ohne in Gefahr laufen, überfahren zu werden. Die 70, die habe ich noch nicht drauf. Die werde ich auch nicht drauf bekommen, schon gar nicht bei der Steigung. Also unser 38.000 Pfund Gewicht. Mit dem Unterpower in Truck würde ich ja schon gerne mich wieder rechts einsortieren, aber ist halt wieder voll, ne? Aber gut, wo es bergauf geht, geht es auch wieder bergab. Wo ich dann wieder ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen kann. Der ist doch, ja, noch neben dem Trailer. Nämlich auch wieder einordnen. Schön hier mit den sandigen, staubigen Pisten. Noch gar keinen Zug gesehen bisher, ne? Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, würde ich was sagen. Ich hoffe ja mal, dass bis zu 1.40 dann, wenn die 1.40 live ist, dass dann auch die weiteren Mods auch noch aktualisiert wurden. Also bei den Map-Mods sieht man das ja schon sehr stark, dass die gerade sehr danach gehen, alle schon für die 1.40 zu veröffentlichen. So dass gerade aktuell fast gar nichts mehr für die 1.39 veröffentlicht wird. Sondern eigentlich nur noch Sachen für die 1.40. Ich hoffe mal, dass es bei den Mods auch so ist, dass ich dann auch direkt weiter mit einer aktualisierten Version von der Improved Trains Mod fahren kann. Wäre sehr angenehm, weil dann könnten wir direkt dann weitermachen, weil sobald die 1.40 draußen ist, dann wird sich ja prinzipiell nicht viel ändern, abgesehen davon, dass es
halt nicht mal den Grafikmod geben wird. Da fahren wir auch sehr dicht auf, der im Gegenverkehr. So, jetzt haben wir hier nochmal eine Waage. Und okay. Guck mal schon, wie geht's? Follow-in-Cap-Signals, okay. Ja, wir werden wieder rausgewunken. Und ja, mittlerweile nur 74.108 Pfund. Ich habe ja auch ein bisschen Sprit verballert. Übrigens bin ich mittlerweile bei 49.000 knapp. Was die Dollars betrifft. Ah, da fährt wieder ein schöner Zug. Normaler Zug, ne? Also sehr kurzer sogar. Könnte sogar ein Standardzug gewesen sein. Ich würde sagen 6 Waggons, glaube ich. Jetzt kämpfen wir uns hier wieder den Hügel hoch. Diese Waage war ja auch sehr schön. Sehr schön zum Wiederanfahren, ey. Okay, 500 Meilen kann ich noch. Alles tutti fulli. Erster auch mal den Elko. Sehr schön. Ich habe noch 94 Gallonen im Tank. Und draußen gerade 82 Grad Fahrenheit. Schon manchmal ganz interessant, hier zu sehen, was hier alles so steht und so. Was so die ganzen Infos betrifft. Oh Gott. Durchs Rangezoome lenkt sich halt irgendwie anders gefühlt. Oh. Ich könnte mal wieder einen Gang hochschalten. Jetzt sind wir auch bei Boys. Was sind wir noch bei Elko? Noch bei Elko. Okay, geht Richtung Elko Downtown. Wir fahren aber weiter auf der Interstate 50. Dürfen jetzt gleich wieder hügeligere Abschnitte kommen, soweit ich mich erinnere. Ungünstigerweise. Mal schauen. Mal schauen, wie das, was ihr so für ein Event haben wollt in American Truck Simulator. Mal schauen. Wie dann der Truck in. Was haben wir denn hier? Oh, Team Reformer. Welcome to our project USA Reworks. Okay, das heißt, ich komme jetzt auch sogar auf Gebiete und auf Gebiete und so weiter, wo ich noch gar nicht gewesen bin, weil es halt Road Conditions to Tune Radio to 4:30 AM. Ein Flashing Special Alert. Jetzt kommen wir sogar in Bereiche, die ich noch gar nicht kenne. Wir haben jetzt hier Wendemucker, wir haben Reno, wir fahren glaube ich Richtung Reno. So, dann erstmal machen. Na, wobei. War das nicht sogar so? Ich weiß es gar nicht. Aber da kommen jetzt in Bereiche, die ich noch gar nicht kenne oder kennen kann, weil es halt, ja, wie eben dran stand, reworked wurde. Überarbeitet wurde. Also, vielleicht ist es sogar hügeliger, als ich dachte oder in Erinnerung habe. Oder vielleicht auch weniger. Tempomat oder die Cruise Control auf 70 oder auf 73 Miles per Hour. Das heißt, es geht jetzt hier auch, ich weiß gar nicht, ich glaube zum ersten Mal wirklich in gemoddete Gebiete, die jetzt wirklich von einer Map, vom Mapper gemoddet wurde und jetzt nicht durch irgendein Reskin und so weiter von den Firmen passiert ist.
mal eine Ausfahrt. Haben wir echt eine Ausfahrt? Crazy. Oh. Das ist auch eine interessante Feldstruktur vom Tunnel hier. Mir gefällt, dass hier auch die Bodenplatten hier, von die Betonplatten, dass man halt da Geräusche hat, so, ne? Also hier von den Brücken. Allein das hat schon was. Hat man halt wirklich das Feeling, wie es in Realität wäre. Was ja meistens bei den Brücken oder bei den, wenn sagen wir mal 90% oder 95% der Vanilla-Brücken nicht gegeben ist. Dass man da dieses Klock-Klock hat. Wieder so ein kleines Detail, was es halt wieder komplett, was es wieder komplett anders wirken lässt, das Erlebnis. Das kann ich sowieso eigentlich wieder hoch beschleunigen auf 80 Miles per Hour. Dann die Berge hier wieder laden, die Gipfel laden. Ah, schon nice. Ob ich das vielleicht noch von der Audioqualität, von den Audioeinstellungen höher schalten kann, dass man das mehr hört. Ich habe was lauter geschaltet, ich weiß es nicht, ob das richtig war. Werden wir dann gleich sehen, wenn wir dann mal wieder über sowas rüberfahren. Schwer zu sagen. Irgendwas habe ich lauter gemacht, auf alle Fälle dazu einen das Navi und dann noch was anderes. So, nach Battle Mountain wollen wir nicht, wir wollen noch weiter Richtung Carson City. Stay schon left. Also schon schick. Die merkt man jetzt auch, dass es eigentlich doch schon ziemlich verpixelt ist, so die Wolken so ein bisschen. Wenn man jetzt so reinzoomt, so nachdem ich reingezoomt habe, fällt es mir halt viel mehr auf. Rausgezoomt ist halt eher weniger, aber naja, die 1,40 ist ja auch nicht mehr allzu fern. Von daher wäre es dann ja auch demnächst wieder die Vanilla Skybox geben. So, an den Vanilla-Mocker wollen wir auch vorbei. So, Kurs auf 75. Ich will auch bestimmt links ab, rechts abbiegen. Dass du wieder hier abbremst. Mucker. Aber ich glaube, das war nicht wirklich die Audioeinstellung für diese Dinger. Da gibt es bestimmt auch einen richtigen Begriff für, abgesehen von die Dinger oder die Trennung für die Betonplatten. Aber ja, wenn ihr den Begriff wisst, dann schreibt ihn gerne in die Kommentare. Ist schließlich auch alles hier ein bisschen educational. Ja, schon nice. Wie gesagt, ein komplett anderes Feeling bekommt man dadurch.
sah gerade groß aus, als ob der plötzlich da vorne angefangen hat, einen Wheelie zu machen. Berge, sie ploppen auf. Aber hat man gar nicht so wirklich bei der Festplatte gemerkt. Da war für Vase vorher bei Venomoka doch schon ein bisschen mehr am Ackern. Es war in keinster Weise beunruhigend am Ackern, aber na, sie war schon am Arbeiten. Schon schön, also diese Weiten der Landschaft, ein bisschen Gräser, die Hügel, die Berge, das ist schon, ist zwar eine karge Landschaft, aber es ist halt Amerika, ne? das ist halt schön. So muss es, finde ich, auch sein, also sehr gut gemacht. Weil ich jetzt immer noch, glaube ich, im Reformerbereich bin, aber das ist trotzdem sehr schön. Props sowohl an SCR Software als auch an die Modder. Noch 120 Meilen. Bis Carson City. Denke ich, müsste bald. War es nicht, dass wenn links 3 noch kommt? Oder war das einfach die normale Strecke? Das kann auch die normale Strecke gewesen sein. Die links 3 einfach macht. Oha, erst hier den Berg hoch. Super. Super mit dem Mac Anthem. Standard. Motorisiert. Standard getriebisiert. Die Upgrades, die kommen dann in Folge oder nach Folge 25 in den Truck rein. Kommt niemand, sehr schön. Ach, und dann geht es auch wieder etwas gerader voran. Etwas ebenerdiger. Mal schauen, ob noch wer noch an der Waage vorbeikommt. Bisher musste ich ja an jeder Waage halten. Solar City. Welche Stadt war denn das nochmal, die komplett zur grünen Stadt geworden ist? Ah, wo war denn das noch? War das... Ne, Oklahoma City war es, glaube ich, nicht. War das Moore? Moore in Oklahoma? Ich weiß nicht mehr, wo es war, aber irgendwo war, glaube ich... Oh, wann war das gewesen? In welchem Jahr war das? Das ist eine gute Frage. War das 2007? War das 2012, 2013, so war es 2010, ich weiß nicht, aber in irgendeiner Stadt in Amerika, die wurde, glaube ich, so ein Städtchen in Amerika wurde mal irgendein EF5 Tornado, war, glaube ich, im Mai, wurden sie, glaube ich, dann erwischt. Mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, ich weiß nicht, welche Stadt das war, aber die hat sich dann angefangen aufzubauen, oder wieder neu aufzubauen. Die Stadt war, glaube ich, zu 95% zerstört und haben sich dann wieder neu aufgebaut und wurden zumindest für eine längere Zeit oder waren dann der Vorreiter als die grünste Stadt Amerikas.
was, was gewesen. Ich glaube, das war irgendwie 2007, vielleicht sogar rum. Vielleicht war es wirklich 2007. Oder zumindest so zur... Oh, 2003? Ich weiß nicht. Auf alle Fälle, das war, glaube ich, noch vor 2010. Zwischen 2000 und 2010 muss das, glaube ich, gewesen sein. Da bin ich jetzt gerade nur aufgekommen wegen des Vans mit Solar City. Ja, Frontier Tank Lines. Das ist aber schön mit dem Sonnenuntergang, den wir jetzt hier die ganze Zeit haben. Oh Gott, Carson City haben wir immer noch nicht, ne? Ich bin immer noch nicht bei... Oder ist das jetzt Carson City? Es ist Reno. Wir sind jetzt bei Reno. Nach Reno geht es dann nochmal... Gleich rechts ab. Richtung Carson City ist er mittlerweile ausgeschildert auf die Interstate 580. Bei Reno ist das auch wieder. Langsamer. Stay right and then exit right. Exit right. Ich muss noch weiter geradeaus, oder? Ich muss einfach gerade gucken, bevor ich hier falsch abfahre und weiter geradeaus fahre. Ich muss hier abfahren. Rechts ein Mensch hier, zieht es ja ordentlich zusammen hier. Ordentlich zu. Aber wird ja passen so, ne? Hier mit den Bergen, mit den Bergketten, dass sich das Wetter hier langsam verschlechtert. Susan will und oh, unter 55 Miles per Hour. Richtung Susan will und weil ich nicht nach Susan will, ich muss mir jetzt wieder links einsortieren, einordnen, damit ich nach Carson City komme. Ah, schick, schick, schick. Oh, hallo Schilder. Unter 45. Unter 35. Beschleunige ich mal wieder, damit ich wieder den Berg hochkomme und nicht allzu viel Tempo verliere. Weiter mit Cruise Control 35 Miles per Hour, dann geht es jetzt hier wieder auf Interstate. 580 und weiter an Reno oder durch Reno vorbei, durch Reno vorbei, durch Reno durch, an Reno vorbei nach Carson City. Stay left. Nur noch 36 Meilen bis welche Homes waren es nochmal gleich? Okay, es heißt Plazas and Suns, aber also original Plazas and Suns, irgendwas mit, ich weiß nicht mehr, irgendwas mit
B und Z und Holmes. Belastend. Dass das auf der Strecke im wahrsten Sinne des Wortes liegen geblieben ist. Ist es weiter bergauf? Ja, nee, ja doch, vielleicht, weiß ich nicht. Okay, jetzt ist ja eh wieder unter 65 Miles per Hour. Fahre ich ja den Berg hinauf. Mittlerweile mit dem weniger Verkehr. Wenn ihr auch Ideen und Vorschläge für weitere Mods habt, die hier noch fehlen und die ich noch nicht in der Modliste habe, könnt ihr auch gerne in der Beschreibung gucken, da seht ihr dann die Modliste, die aktuellste immer. Wie gesagt, wenn ihr Mods habt, die noch fehlen, dann schreibt sie gerne in die Kommentare als Vorschläge und so weiter. Dann gucke ich, inwiefern das alles kompatibel ist und dann erweitere ich das Mod-Sortiment für dieses American Truck Simulator Projekt. So, links halten. Fahren wir noch ein Stückchen weiter. Noch ein Stückchen weiter. An Gas City vorbei. Jetzt wieder auf einem Memorial Highway. Jetzt wieder mit Soundbarrieren. Die letzten paar Meilen bis zur Ausfahrt. Erster Aufenthalt in Carson City. Ah, was haben wir jetzt für eine Kreuzung hier? Eine Diamantkreuzung, glaube ich, ne? Oder zumindest so eine ähnliche. Zumindest so eine ähnliche. Von links scheint nichts zu kommen, dann kann ich ja einfach weiter. Mich schon mal links auch einsortieren, ich muss ja jetzt links abbiegen. Wobei, never mind. Hätte ich zwar automatisch gemusst, aber. So. Get ready to turn right. Dann nehmen wir die Ampel vielleicht noch mit die grüne Phase. Jetzt direkt wieder rechts hier aufs Gelände rauf. Hey, hey, hey. Passt der Bagger. Der Raupenbagger, um es genau zu sagen. Wir haben so direkt nebenan eine Werkstatt. Ich bin noch schon bei 5%, das heißt, ich würde dann doch schon einfach mal den Truck reparieren, so nebenbei, damit einfach so ein Laufnummer sich jetzt so gehen, so, ne, dass kein Du-Du-Du von den Officern kommt. Dann laden wir mal ab und kassieren die, ich weiß gar nicht wie viel Kohle das waren, aber ich glaube 22.000 Dollar. Ausgezeichnet, Raupenbagger von Provo nach Carson City geliefert, gefahren, eine Strecke 551 Meilen. Das Ganze hat 9 Stunden gedauert. 104 Gallonen habe ich verbraucht, ah, tanken muss ich auch noch. 23.916 Dollar gab es dafür, 1.459 Erfahrungspunkte und ein neues Level. Damit gehe ich jetzt auf zerbrechliche Fracht Rang 2.
Gibt es ein 10% ist mittlerweile höhere Vergütung, ein Einstieg um 5% für das Ausliefern zerbrechlicher Fracht. Und ja gut, dann geht's eben zur Werkstatt gegenüber und dann direkt weiter zur Tanke und dann zum Schlafplatz. Haben wir auch wieder eine weitere Fahrt erfolgreich abgeschlossen. Gut, ich hätte jetzt vielleicht auch noch anders fahren können, aber gut. Ja, da von dort, wo ich hergekommen bin. Kam nix. So viele Werkstätte hier. Dann haben wir nochmal einen Truckstop. Kurz jetzt zur Werkstatt. Den Truck kurz reparieren. Dann geht's auch weiter hier zur Garage. So, 1800 kostet das erstmal der ganze Spaß. So, dann jetzt einmal tanken und dann geht's nach auch hier ins Bettchen, okay. Zapfsäule, die Tank. Gott, aber das ist ja sehr gut gelegt hier. Ja, passt. Das ist die Hauptsache. Dann wieder einmal volltanken, bitte. Jetzt hier drüben geschlafen oder haben wir das gar nicht hier, sondern noch mal eine weiter drüben. Ich habe das Gefühl, ich muss noch mal eine weiterfahren. Ja, ich muss noch mal ein Stückchen weiterfahren. Das ist ein richtiges Hotelhoppen hier und jetzt haben wir hier beim Hotel. Wenn ich hier überall parken kann und schlafen kann, dann da feiern wir schon weiter. Dann halte ich vielleicht eher hier. Wir schauen nochmal nach, wohin die Reise beim nächsten Mal hingehen könnte. Von Carson City aus könnte es wahrscheinlich wieder mit ähnlichem Weg zurück nach Utah gehen, mit einem Krone Big M 500 nach Salt Lake City. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten American Truck Simulator Video wieder.